Ja, hey zusammen, es geht weiter mit The Bunker. I have to go down. There might be an NBC suit down there. Ja, vielleicht. Das werden wir uns jetzt angucken. Wir haben einen Leck und wir müssen uns dringend drum kümmern, damit das wieder in Ordnung kommt. Wir können aber nicht einfach so hinlaufen, wir brauchen einen extra Schutzanzug. Und den finden wir vielleicht auf Level 3. Deswegen versuchen wir es jetzt nochmal, nach unten zu gehen. Das sind wieder Erinnerungen, die da in ihm hochkommen, natürlich. Vielleicht kommt gleich wieder so ein Flashback. Das muss schon echt heftig sein. Ja, Level 3. Okay, wir haben gar keine Gelegenheit, zu Level 4 zu gehen. Sondern wir gucken jetzt, was wir hier vorfinden. Ich bin mal sehr gespannt. Replace Fuse, das haben wir schon mal geschafft. Level 3 ist es jetzt. Ich glaube, es geht bis Level 5. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier haben wir erstmal einen Lichtschalter. Können den ersten auf jeden Fall schon mal umlegen. Ach, das ist der Raum. Der Kriegsraum. Okay, den haben wir auch schon mal gesehen auf jeden Fall. Gucken wir mal ganz kurz. Hier liegt noch eine Figur. Soldier. Soldier. 5 von 9 schon. Mann, Mann, Mann. My bravest fighter. I call him Rocky. Okay, also das ist gar keine echte Person, sondern irgendwie einfach eine von ihm ausgedachte. Okay, wir haben hier ein paar Punkte, die wir uns angucken können. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst zum Tisch. Ja, man kennt das ja aus Filmen und so. Da haben die mal diese Dinger verschoben, um ja ihre Strategien durchzugehen. Ach, und er hat hier... Das sind diese Dinger, woraus er seine Figuren geschnitzt hat. Okay, er hat ihnen also diese Blöcke geklaut. Na gut, dann kann ich verstehen, dass die ein bisschen angenervt waren von ihm. Achso, warte, wir können irgendwas machen, deswegen... Ich dachte schon, was ist jetzt los? Wir nehmen mal die gute Mitte, würde ich sagen. Drew Mark, you can be right at the front with the tanks. So out with it. What couldn't you tell me yesterday? There's no hope for any of them. I don't know. It's not radiation poisoning. The water's clean, the air is clean. It's not the food. And yet the symptoms. I can't shake the feeling that someone is up to something. Damn it, George. We don't have time for your fantasies. You need to figure this out with facts. We don't know where this thing comes from or how it will spread. We have no cause, we have no cure. We just don't have the resources to deal with it. There is no help. There is no cavalry. It's just us. So get yourself together and fix this, do you understand me? What's that? Cooling system. I'm sorry, Mr. Bishop. I'm just on edge. This place is full of ghosts. Das hätte ich fast verpasst, das Event. Hätte mich mal interessieren, was dann passiert wäre. Ja, sie wissen anscheinend gar nicht so wirklich, um was es geht. Ich dachte, das wäre klar, dass es irgendwie über das Luftfiltersystem kommt. Aber anscheinend, wie gesagt, wissen die gar nicht so wirklich. What we don't know for certain is the contamination levels. We can calculate the likely fallout and its effects, but we don't have any good model for anthrax spore spread or even how it's affected by radiation. Look, we do know from reports at AE3 in Oxford that anthrax was used in Wave 3. We've just got no idea of the extent of it. It's not as if we can go up and test anything. We can't even count the bodies. Das ist echt extrem. Das ist echt extrem. Wir befinden uns anscheinend hier in Amerika. So sah das zumindest für mich jetzt aus. Man hat es ja nicht ganz gesehen, aber... Also in den USA. Naja. Und es hat wohl einen Atomangriff gegeben. Hier haben wir auch verschiedene Sachen nochmal.
Eingezeichnet, was haben wir hier? Ach so. Ah ne, London. Okay, wir sind also doch in... Northwood, okay. Haben wir noch irgendwo was? Westminster. Ja, die sprechen auch eher so ein bisschen britisch. Also man, es hört sich eher ein bisschen britisch an. Also doch nicht, okay. Na gut, dann sind wir halt in Großbritannien irgendwo im Bunker. Ich weiß gar nicht genau, wo unsere hier liegt. Das spielt wahrscheinlich auch keine so große Rolle, denke ich mal. Mann, ich fühle da irgendwas im Hals. So, wir gehen mal weiter. Wir können hier rein. Die Tür öffnet sich ja nur in Notfällen. It's locked. Ja, da steht ja auch groß und fett drauf, dass es nur in Notfällen öffnet. Na gut, dann gehen wir halt mal eben hier rein. Vielleicht finden wir hier den Anzug, den wir brauchen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie der aussehen soll oder wird. Erstmal brauchen wir Licht. So viel ist mal sicher. Alter. Das ist nur Einbildung, mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir noch mit so einem Gasmaskenmann hier rumlaufen. Jetzt müssen wir uns noch sowas anziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, hier haben wir erstmal die Anleitung, was wir wie wo machen müssen. Lesen wir uns das mal ganz kurz durch. Also der NBC, der Nuclear Biological Chemical Suit. Uiuiui. Ja. ABC-Waffen, ne? Oder hier in dem Fall NBC. In the event of a nuclear radiant leak, the following items are essential for protections. Checklist of components. Protective clothing. NBC Suit, ja genau, den haben wir hier. Bestehend aus Handschuhen, Schuhen und dem, dem Kopfbedeckung, denke ich mal. Dann brauchen wir auf jeden Fall Respirator Equipment. Ah, das ist die Gasmaske und die Filter dafür, denke ich mal. Und wir brauchen noch den Geigerzähler. Dieses Gerät, mit dem man die Höhe der Radioaktivität in der Umgebung messen kann. Okay. Ja, mehr kann man, denke ich mal, nicht machen. Das heißt, wir nehmen uns das jetzt einfach alles mal und gucken, was wir da schaffen können mit. So. Ich nehme mal fast an, der wird jetzt eine ganze Ecke gruseliger aussehen mit der Gasmaske und so. Das macht es natürlich nochmal unangenehmer. Naja. Ist aber schon so ein bisschen mysteriös. Woher kommt das hier alles? Was ist hier los? Das ist der Geigerzähler übrigens. Was ist hier los? Warum hat es das gegeben und warum wusste der Arzt auch keine Antwort? Er hat ja auch irgendwie den Verdacht geäußert, dass irgendwie jemand daran schuld sein könnte, dass jemand mit Absicht was sabotiert hat. Ich frage mich halt nur, warum. Weil, ich meine, wir sitzen doch alle im selben Boot, oder nicht? Die sind ja alle in dem Bunker drin. Wenn jemand was sabotiert, dann stirbt er selber auch. Früher oder später wahrscheinlich. Aber gut. Wir müssen auf Level 4. Und vielleicht solltest du dafür dein Ding erstmal anziehen, oder? Wäre doch gut. Ja. Du bist ein schlauer Mann. Der gute John. Das sieht jetzt ehrlich gesagt gar nicht so... Also es ist einfach eine dicke Jacke und eine dicke Hose, wie es aussieht. Alter. Guckst es dir nicht so lange an. Also irgendwas ist noch mit der Gasmaske los. Hat die jemand verfolgt oder was? Das sah so aus, als wäre irgendjemand auf die losgegangen mit einer Gasmaske auf. Das scheint noch sehr interessant zu werden. Und vor allem auch sehr mysteriös. Wie gesagt, es ist sehr deep auch alles. Es ist die kranke Psyche. Also er ist nicht selber krank, aber es gibt halt Umstände, die dafür gesorgt haben, dass... Level 4. Er hat halt diese Flashbacks und das ist auch schon allein ziemlich... unheimlich und gruselig und er sieht in den Sachen immer gewisse Dinge, die ja in der Vergangenheit so passiert sind. Wenn man hier in einem Bunker lebt, dann ist in der Vergangenheit viel Merkwürdiges passiert. Das kann man, denke ich, mal einfach so unterschreiben. So, und jetzt ist irgendwie hier auch die Party ordentlich am Gehen. Was ist denn da eigentlich los? Muss das so dampfen? Ich denke mal eher nicht. Gucken wir uns mal ganz kurz um. Das sieht nicht gut aus, auf jeden Fall. Ich gehe mal erstmal hier hin. Hier rein. Mal gucken, ob wir da was Nützliches finden. Erstmal können wir das Licht anmachen. Natürlich.
Und dann gucken wir uns mal ein bisschen genauer um. PC anmachen erstmal, das ist auch ganz wichtig. Ja, Critical. Das System ist wohl noch aktiviert. Aber die Effizienz liegt nur noch bei 71%. Okay. Ja, ein Filter ist anscheinend kaputt. Und wir sollten den Filter sofort wieder ja, replacen. Also ihr habt eben wieder anmachen. Dran neu reparieren, so. Und dann sollte das auch wieder funktionieren, hoffentlich. Hier haben wir auf jeden Fall noch irgendwelche... Air Filtration Unit Check, Day 18th of October 95, 1611, Check by PJT. Main Filtration Unit running okay, cleaned out and replaced filters. Check back up just to be sure, readings are a bit high, but Frank says no need to replace at the moment. Probably just as well. I'm concerned about our stock level of filters for the main unit. We're chewing through them a lot faster than spec says, due to higher outdoor rad than expected. Frank says he'll have a word with Bishop about stocks and sorting out the backup longer term. PJ. Okay. Die Stimme hörte sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Aber gut. Ja, generell, ich habe da mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber ich meine, die müssen ja auch irgendwie sich mit Luft versorgen. Und wenn die Luft außen halt verseucht ist, dann müssen die hier filtern. Das ist ja eigentlich ganz klar. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht vorher. Aber gut. Wir können auf jeden Fall noch hier in die oberste Schublade zum Glück nur reingucken. Und haben hier noch das Accident Book. Das ist sehr wichtig. Nehmen noch eine Figur. Accident Report. Date 12th of August 92. 1910. Filed by F. Hurley. Ran scheduled test of backup filtration unit. Rad levels way too high on output. Over 500 rem. Red lights across the board. Thought it was a duff filter. Tried a new one. Same. Sacrificed a Geiger. Stuck it on a rod and ran it round inside the casing. We got contaminated dust clogging the lower hex duct. God knows how it got in. Might be a hairline, or maybe the filter just couldn't cope with the levels being so much higher than we expected. This is really, really bad. Without taking this apart, cleaning, resealing, and decontaminating the whole thing, it's useless. We have no backup air filtration system. But I can't see how we can do it. We don't have a clean space to do this in. Bishop just shrugs pretty much. Keep it quiet, Frank. You'll only worry people. For fuck's sake. What else isn't he telling us? Oh. Okay, also daran lag's vielleicht. Dass es hier schon mal einen Unfall gab mit dem Ding. Und der Bishop hier, der einfach nur sagt, ja, lasst mal, schweigt darüber, macht die anderen nicht verrückt. Auf der einen Seite ja nett gemeint vielleicht, auf der anderen Seite aber halt auch echt ganz schön hinterhältig. Wie gesagt, wir sitzen alle im selben Boot, das ist einfach so. Fixes all the problems down in the scary levels. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei Drittel der ganzen Figuren gesammelt. Das ist eigentlich schon recht viel, finde ich. Na gut, aber erstmal hier Figuren sammeln. Klar, ich meine, hinter dir geht gerade die Party, wie gesagt, richtig ab mit diesem komischen Generator da. Aber erstmal die Figuren einsammeln. Das ist ganz wichtig. So, ich würde mal fast sagen, wir gucken mal eben hier. Mach das nicht. I can't see anything. Ja, das war auch eine schlechte Idee. Gehen wir mal lieber hier hin, dann kommen wir auf irgendeine Leiter und dann können wir vielleicht was machen. Mann, ist das laut! Oh komm, ich muss ganz schnell drücken. So. Okay. Haben wir jetzt alles abgestellt oder was? Ist aber auch nicht so gut. Das ist absolut nicht gut. Na gut. Jetzt können wir auf jeden Fall erstmal hier durch. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt als nächstes tun sollen. Ich glaube, wir mal hier an die Klappe dran, oder? Ja. Sieht mir sehr auffällig aus. Ist hier der Filter drin vielleicht?
Kann das sein? Ist das möglich? Oder was soll ich jetzt hier genau tun? Bitteschön. Freunde. Wollt ihr mir mal verraten, was ich jetzt hier in dem Bild machen soll? Ich glaube, hier geht noch nichts, ne? Gucken wir mal weiter, ob wir noch was anderes machen können. Ach, wir brauchen einen Schlüssel dafür wahrscheinlich. Oder ist das hier... Das sieht mir aus wie so ein Ersatzfilter. Okay. Vielleicht brauchen wir wirklich einen Schlüssel, um das aufzukriegen irgendwie. Aber die Frage ist, wo nehme ich den her? Weil ich meine, hier ist ja nichts groß. Also hier in dem Bild kann ich auch nichts mehr machen. Vielleicht muss ich nochmal ganz zurück. Das ist natürlich auch möglich. Ansonsten kann ich mir, wie gesagt, nicht wirklich erklären, was ich jetzt hier noch machen soll. Gut, dann gehe ich nochmal ganz zurück. Ist okay. Wobei, nee, ich komme hier nicht mehr weg. Es muss irgendwo hier sein. Entweder hier oder da. Gucken wir mal ganz genau. Hier nochmal fahre ich überall nochmal drüber. Mit der Maus. Aber er will nicht, ne? Er hat hier nichts. Das ist doch kacke. Was ist denn hier los? Verratet mir das doch mal bitte. Ganz kurz und knapp. Ach, hier hinten ist noch was. Oh. Okay, hier können wir noch was machen. Okay, ist hier der Filter drin? Wozu war dann die andere Klappe? Naja, vielleicht kommt die gleich noch ins Spiel. Ich weiß es nicht. Oh, ja, ja, ja. Da geht jetzt... Das ist ganz schön viel. So hört sich das an, wenn so ein Geigerzähler ausschlägt. Jetzt muss das ja noch anfassen. Das ist schon echt hart gefährlich auch, ne? Das ist auf jeden Fall kaputt. Die Frage ist, wie kann sowas passieren? Ist da irgendwas reingeraten oder ist das irgendwie... The spare filters. I need to get rid of this damaged filter first. Oh Mann. Ist da irgendwie was... Ach, hier kommt das. Ah, alles klar, jetzt verstehe ich's. Das ist für den Abfall. Das ist das Weckern, damit das weggesperrt wird. Also Müllcontainer. Oder hat das vielleicht einer... Hat vielleicht einer das mutwillig kaputt gemacht? Das kann auch sein. Könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir reparieren das aber zu Ende erst im nächsten Part. Es ist mal wieder soweit. Ich muss aufhören. Wir gucken beim nächsten Mal, wie gesagt, was noch passiert und ob wir das hier wieder im, ans Laufen kriegen. Ne? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei The Bunker.